Marc, sechster Platz im Straßenrennen an der Heim-WM hier in Zürich. Du kamst für die Medaille, vielleicht sogar für den Titel. Enttäuscht oder irgendwie auch glücklich mit diesem Rennen? Nein, ich bin schon glücklich mit meiner Leistung. Meine Tade war absolut der stärkste heute. Man konnte ihn eigentlich nur schlagen, wenn er irgendwie taktisch einen Fehler macht oder irgendwas sonst, dass er ja, das Rennen verliert, aber von den Beinen her war er absolut der stärkste heute, hat es auch schlussendlich dominiert das Rennen. Dann hinten war es ein bisschen Lotterie. Es ist ein bisschen schade, dass es nicht gereicht hat für den zweiten Platz. Ich denke, dort jeder in unserer Gruppe, wenn er den richtigen Moment erwischt, wäre es aufgegangen. Ben hat es super gemacht, im richtigen Moment ist er losgefahren und dann hinten, ich habe versucht, das Rad von Mathieu zu halten im Sprint, weil ich dachte, normalerweise sollte er das Rennen gewinnen und am Schluss war ich einfach platt und aber die Leistung bin ich zufrieden und dann ist es halt immer schwierig hinten raus. Bist du überrascht, wie früh Tadej gegangen ist oder habt ihr so eine UAE-Teamgruppe, wo ihr genau gesagt habt, okay, wahrscheinlich geht er eh so früh, also Überraschung? Ja, ich sicher früher als ich erwartet habe, dann im Rennverlauf war es nicht ganz überraschend, weil halt die Gruppe vorne gefährlich war. Belgier waren drin, alle Tradnik war drin und von dem her war es eigentlich nicht überraschend, weil Tadej, wenn er da vorfährt, hat er Tradnik nach vorne, sonst verliert er das Rennen. Und schlussendlich, er ging auf der großen Straße, jeder hat es gesehen, aber jeder wusste, wenn ich mitgehe, dann werde ich wahrscheinlich explodieren. Und danach, Verfolgung hat irgendwie nicht so richtig lange gut in einem großen Feld funktioniert, weil Remco dann auch attackiert hat die Runde danach, oder lag das daran? Ja, also sicher haben zuerst alle auf Belgien geschaut, weil sie, ich glaube, fast noch volle Mannschaft da waren. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Remco noch eine Runde gewartet hat und sie ein bisschen reguliert gefahren wären. Aber ja, als er dann halt losgefahren ist, waren schlussendlich keine Helfer mehr da, nur noch Leader und war es halt schwierig, weil jeder auch wusste, wenn ich jetzt voll mitfahre, dann hängen sie mich einfach ab und ist im Berg, der Remco. Von dem her war es, ab dann war ich allen klar, dass es sehr schwierig wird, Tadej noch zurückzuholen. Eine ganz andere Frage, wie schwierig war das heute hier Radrennen zu fahren? Also einerseits ist es natürlich eine große Vorfreude seit Jahren gewesen auf die Heim-WM, aber in dieser Woche, wie schwer war es heute zu fahren, gerade als Schweizer? Ja, war sehr emotional, im Start schon. Bei uns auch viel Staff, die natürlich mit dabei waren, mit Muriel auch noch viel zu tun hatten. War es eine sehr traurige Stimmung im Team. Und danach halt natürlich, wenn du halt jedes Mal noch an der Unfallstelle vorbeifährst, war nicht einfach. Und wir versuchten professionell zu bleiben, das unser Bestes zu geben. Und ja, schlussendlich konnten wir ein schönes Rennen zeigen, auch für Muriel. Und war ein nicht einfacher Tag. Danke dir.